Einen wunderschönen. Also weiter geht's nicht. Also ich kann nur so. Ist immer noch am Verheilen. Da bin ich mal wieder, euer Odin. Heute ist Montag und ich habe eigentlich das letzte Zeug bekommen. Nee, nicht das letzte Zeug. Eins fehlt noch. Ich habe jetzt hier drei Sachen, die wollen wir jetzt auch mal auspacken. Der nächste Teil von Odin war shoppen. Ja, ich habe halt momentan nicht alle Hände zur Verfügung. Muss man sich zu helfen wissen. So. Ich habe euch ja im vorigen Video habe ich euch ja das T-Shirt gezeigt, das ist immer noch verpackt, das werde ich morgen anziehen. Und die Tattoo-Salbe und den Drink. Und dafür ist jetzt dieses Ding hier. Das kann ich da raufschrauben, hier ist der Schlauch. Und dann kann ich das benutzen. Und guck, reicht das auch bis runter, der Schlauch? Ja, der reicht eigentlich auch bis runter. Cool. Und kann man hier so zusammenstecken und dann kann man da pumpen. Und da werde ich dann in dem nächsten Video mal, also ich werde mal testen, wie viel ich davon brauche, um mein Schnapsglas voll zu machen. Da werde ich dann im Video machen. Aber ich könnte das halt mit, ja, gucken. Werde ich dann mal machen. Werde ich dann die Tage mal aufschrauben und dann mache ich da auf jeden Fall ein Video. Dann wisst ihr auch, wie viel mal ihr pumpen müsst damit. Ich habe mir das jetzt ausgesucht, haben sie zwei von Best Body. Einmal für 99 Cent und immer für 3,99. Ich habe das für 3,99. Kann man das erkennen mit dem breiteren? Ne? Und das werde ich auf jeden Fall testen, wie viel wir da brauchen. So, dann haben wir hier noch was. Ah! Erkennt ihr das? Das sind die drei Dreiecke, die ich auch im Nacken tätowiert habe. Da habe ich mir nämlich T-Shirt geholt. Das ist so weiß mit Lücken. Sah auf dem Bild ein bisschen grau aus. Jetzt sieht es weiß aus. Mit roter Umrandung. Sieht aber echt verschärft aus. Also da werden wir auch, da werde ich auch dann, die T-Shirts werde ich auch tragen und dann werde ich euch über Facebook, also müsst ihr, wenn ihr da mehr wissen wollt, mich bei Facebook auf dem Laufenden, also halte ich euch bei Facebook auf dem Laufenden, wie es jetzt von der Größe her hier ist. Zum Beispiel wie bei dem hier, ich bin ein tätowierter Papa, nach dem Waschen immer noch gut. Das andere tätowierter Papa, also wo mit dem anderen Aufdruck, da ist es ein bisschen knapp gewesen am Anfang, also eigentlich am Anfang ging es und dann nach dem Waschen, also da kann ich es nicht so lange tragen, weil das ist dann ein bisschen knapp hier unten. Aber hier ist noch Luft für die Größe L. Ach, scheiße, jetzt muss ich das hier sehen, dass ich das hier aufgeschraubt. Aufkriege. Sieht gefährlich aus, ich weiß. Aber ich krieg's nicht anders auf, Leute. Ist doch nicht. Ist doch nicht. Ach. Und nicht geschnitten. Toll, oder? Ah, Apotheke. Gut. Ich habe mir nämlich auch zu meiner Tattoo-Salbe. Ey Leute, das müsst ihr euch angucken. Hier, das ist alles. Ich zeige euch das mal. Passt mal auf. Das ist das Paket. Ja. Ah, ich bin immer noch, ich benutze die teilweise immer noch die rechte Hand, obwohl ich es nicht sollte. Und dann schmerzt es. Und jetzt wollt ihr wissen, was da drin ist? Dieses. Dieses kleine Ding. Das ist Panthenol-Spray. Für mein Tattoo, weil das ist alles geschwollen gewesen. Und da ist momentan, weil die andere Hand kommt ja jetzt auch noch dran am 7. Und mein Panthenol-Spray, was ich habe, das geht langsam zur Neige. Weil ich kann am Anfang, wenn das frisch ist, ich kann nicht einreiben. Das geht nicht, weil das einfach geschwollen ist und schweinemäßig wehtut. Deswegen nehme ich dann Panthenol-Spray. Und dann lasse ich das einwirken und dann ist auch gut. Und wenn es dann ein bisschen, weil das kühlt schön, und wenn es dann ein bisschen gekühlt hat, dann kann ich auch so leicht den Schaum verreiben. Aber mit der Tattoo-Salbe kann ich am Anfang nicht, weil es einfach nur Hölle brennt. Und ich habe es mir bei Amazon geholt, weil ich habe es mir schon aus der Apotheke geholt gehabt. Genau, ich zeige euch das mal. Ich werde das auch unter dem Video verlinken, für die Leute, die sich dafür interessieren. In der Apotheke habe ich bezahlt 9,99 €, bei Amazon habe ich bezahlt 7,50 €. Ja, deswegen habe ich da gleich zugeschlagen.
So. Dann wartet jetzt auch schon wieder. Ach so, hier habe ich auch noch. Toll, der Brief ist wieder da drin und ich komme da nicht ran. Egal. So, das können wir auch hier drin machen. So, ich kann das alles zu Papiermüll. Kann es euch auch gerne zeigen, für die Leute, die es interessiert. Wieso habe ich jetzt hier mehr bezahlt? Gesamtkosten 11 Euro noch was? Da hätte ich es mir doch in der Apotheke holen können. Wieso habe ich denn da Versandkosten? Ab 20 Euro habe ich doch keine Versandkosten. Gut, hier habe ich Minus gemacht. 7,50 Euro und 3,99 Euro Versand. Netto 9,58 Euro. Mehrwertsteuer 1 Euro. Oh, was Scheiße ist das doch. Ist man das? Ja, also das ist Scheiße. Aber es ging nicht anders. Ich habe das war auch nicht einsichtlich, wo ich das bestellt habe, weil Amazon hat das jetzt umgestellt. Vorher war das immer so, da hast du so deine Bestellung gesehen und hast du oben gesehen, was das kostet, was Versand kostet. Und du hast so gesehen, wie viel Versand kostet. Und das ist jetzt alles anders. Jetzt hast du deine Gesamtübersicht, dann kannst du sagen, weiter, bezahlen und fertig ist. Aber die Übersicht finde ich jetzt im Gegensatz zu früher bescheiden. Also echt bescheiden. Also das war früher ein bisschen besser bei Amazon. So Leute, das war's jetzt auch wirklich. Ach Quatsch, ich zeig euch das nochmal. Ich zeig euch das mal. Das ist jetzt hier in so Folie eingewickelt. Ach Mann, ich bewege auch die Finger andauernd. Mensch, ich Idiot. Das ist hier in Folie, das ist hier verdammt viel Folie drum. So, das werde ich morgen auch anziehen. So, dann werde ich euch das mal scheiden. Das sieht so aus. Ah, fuck. Sieht man das? Ja, die drei Dreiecke. Geil, oder? Also ich finde vom Optischen her mit diesem Schwarz, also diese, dass es ausläuft hier, diese an der Ecke und so, und mit dem roten Umrand, finde ich optisch sehr geil. Das haben sie auch als Pullover. Ich werde es mir auch als Pullover bestellen. Und hier werde ich mir wahrscheinlich dann hinten auch noch was draufdrucken lassen. Ist auch, der Stoff ist, auch, ja, so ein dickerer Stoff. Finde ich sehr angenehm. So. Dann kann das auch weg. So. Und ich bin jetzt fertig. Ja. Wie gesagt, wann ich die Videos zu bearbeiten, weiß ich noch nicht. Es ist immer noch geschwollen. Aber man sieht hier schon teilweise einen Knochen. Also ihr seht ja hier schon einen Knochen und hier sieht man einen Knochen, hier sieht man noch keine Knochen. Ja, im Gegensatz, hier kann ich euch einmal hier hinhalten, da sieht man ja, da sieht man teilweise Knochen und so weit müsste der eigentlich rauskommen, der Knochen. Und ja, man sieht einen kleinen Hügel. Da könnt ihr ja, seht ihr, wie geschwollen das ist. Ja, wie gesagt, das war's jetzt. Ich verabschiede mich. Ich mache jetzt lieber mal so. Ahoi, sagt euer Odin.